So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Und wir machen heute weiter. Und ja, heute ist wieder ein bisschen Transfermarkt sondieren. Die Frage ist, wer geht? Wer kommt doch? Kommt überhaupt noch irgendwer? Also finanziell sind wir gerade ein bisschen gebunden. Ich hätte ja, wie gesagt, dann Dani Olmo gehabt von RB Leipzig. Da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Oh, Transfer von Krüger. Die Frage ist, wie viel? 28 Millionen. Das gehe ich mal auf verhandeln. Ich versuche den auf immer über 40 zu drücken, weil das ist klar, das ist jetzt so nicht ein Angebot. Aber das sind wieder so Angebote, ja, da musst du überlegen. Ich habe, glaube ich, für 10 oder so gekriegt. Also hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und die Frage ist, ob es jetzt ein Knallerangebot nochmal für ihn gibt. Wo wir dann nochmal ein bisschen was weich werden. Aktueller Wert 31,5 Millionen. Also das ist diese 28 zu wenig. Wie gesagt, ja, ich habe ihn für 11 gekriegt damals. Nein, 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 nein. Wir können um die 50 können wir vielleicht sogar reden. Ihr werdet eh aufstehen und sagen, nö, ist nicht. Tut mir leid, also ich gehe nicht unter Marktwert und bei dem Preis versuche ich ein bisschen zu drücken. Aber das ist halt genau wieder solche Angebote, wo ich mir überlegen muss, kannst du die Jungs behalten? Und wenn ihr sagt, oh, 28, nein, 28, nein, nein, nein. Tut mir leid, der Junge ist 8, der Junge hat einen Marktwert von 31,5 Millionen. Warum soll ich denn jetzt einen Spieler abgeben für einen 3 Millionen unter Marktwert? Ich meine, die Kohle ist viel Geld. Das ist viel Geld. 28 Millionen, das ist sehr, sehr viel Geld. Aber das ist. Nein, tut mir leid. Also. Wenn du mir jetzt anfängst mit 45, dann überlege ich. Aber. Nein. Tut mir leid. Also entweder ihr gebt mir die Kohle, ihr gebt mir Minimum 45 Millionen für den Spieler oder sagt, nö, ist nicht. Dann könnt ihr nämlich sitzen, was haben wir so, das ist mir. Ja, dann ist es halt nicht mein Problem. Ich gehe jetzt auf 45 Millionen runter. Das ist so das unterste Grenze, die ich haben will. Dann habe ich 14 über Marktwert, dann kann ich zumindest noch reagieren auf einen anderen Spieler. Und mehr möchte ich nicht machen. So, 45 Millionen. Man muss glatt kommen. So, mehr gebe ich nicht runter. Entweder ihr sagt, ist okay, Deal, aber ihr sagt, nö, ist nicht. Tja, das ist nicht mein Problem. Tut mir leid, aber für das Geld, so wenig Geld. Ich gebe keinen Spieler unter Marktwert raus. Und das sind. Nein, tut mir leid. So, dann gehen wir weiter. Ja, schade. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch nicht übers Ohr hauen und das wäre genau in dem Moment passiert. Papier Cissé. Aha. Freiburg hat sich einen neuen Verteidiger, vermutlich oder Mittelfeldspieler, wie auch immer, geholt. Aber ich glaube, Verteidiger von der Trikotnummer her auf jeden Fall. So, gut, gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Ja, schade eigentlich dafür. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch nicht übers Ohr hauen. AC Milan holt Julian Weigau. Aha. Jo, das geht tatsächlich doch schon weiter mit dem nächsten Spiel gegen die Bayern. Okay, dann sind wir heute tatsächlich sogar schon das Bayern-Spiel an. Schon hatte ich gedacht, dass es ein bisschen was, dass es nochmal eine Woche oder 2 Wochen später ist, aber scheinbar ist es dann so jetzt schon. Machen wir heute eine etwas längere Folge. So. Interesse an Olmo. Warte mal. Das. Wann haben wir denn da? Inter. Ja, das will ich nicht kriegen, die Kohle. Das ist klar. Wir gehen mal kurz zur Pressekonferenz rüber. Die wollen nämlich auch noch was von uns. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Ja, aber das wird dir auf jeden Fall helfen irgendwo.
Definitiv. Ich werde probieren jetzt mit Paulinho. Wenn er nicht parkt, dann spielt Kobylanski wieder. Das ist ganz einfach. Gute Frage, nächste Frage. Hoffentlich wir. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. So, dann sehen wir uns heute das Duell mit dem FC Bayern an. Da wollen wir nicht heute rein. Ah, die sich, ich weiß nicht, so viel haben sie sich gerade auch nicht verstärkt. Ich habe Short letztes Mal nicht gespielt. Naja, egal. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was wir heute machen. Wie wir es heute hinkriegen. Dauert jetzt einen kleinen Moment wieder. So, und dann geht's los. Ins Spiel. Wir spielen in München und da wollen wir natürlich hoch. Dieses Duell spricht für sich. Zwei Mannschaften, die wissen, worum es geht. Die wissen, heute muss ein Sieg her. Gleich geht's hier los. Richtig. Mit Bayern München gegen Schalke 04. Heute gibt es wieder ein Sonderangebot im Fanshop. Nur heute gibt. So. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ihre Kommentatoren heißen Rolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Er steht hier heute vor seinem Debüt für diesen Verein, Buschi. Man erhofft sich wirklich eine Menge, aber wie siehst du das? Was traust du ihm in diesem ersten Spiel zu? Sie wollten sich im Mittelfeld nochmal verstärken. Das ist gelungen, ist wirklich ein klasse Neuzugang. Ein Mann, aber auch natürlich, von dem man sich eine Menge erwartet. Die Nummer 13, Marcelo Brozovic. Die Nummer 7. Die Nummer 10, Leroy Sané. Und mit der Nummer 26, Gabi. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie agieren heute ziemlich offensiv. Ja, ein Wechsel auf jeden Fall. Paulinho mit drin. Da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Kobylanski dafür raus, also zumindest aus der Startelf. Mal gucken, was passiert noch. So, auf geht's ins Match. Topspiel auf jeden Fall, der Zweite gegen den Dritten. Schalke gegen Bayern. Es geht um viel. Keiner will das Ding hier verlieren. Ja. Das wird hochinteressant. Verlieren wir das Ding, sind wir so wieder 5 Punkte weg. Gewinnen wir das Ding, sind wir einen Punkt vor. Also es ist alles möglich heute. Hinspielen wir uns 3-0 für uns. Gabriel Jesus ist das. Also wie gesagt, einfach wird es definitiv nicht. Jawohl. Und na, Ballverlust. In der Vorwärtsbewegung von uns. Das ist natürlich nicht gut gewesen. Jesus und Volo. Ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Oder Sinac. Latza. Bei ihm zeichnet sich natürlich eine tolle Karriere ab. 100 Siege hat er nun schon, eine ganz starke Marke. Und er ist im Moment schon einer der interessantesten Männer an der Seitenlinie. Ja, aber ich will definitiv den Club nicht verlassen. Becker, erstmal über die Seite. Ich bleibe bei meinem Herzensclub.
das verlangt er. Ha, schade, denn die Flanke kam nicht gut an. Das ist moderner Fußball und ich glaube, die Zuschauer honorieren das. Mal gucken, wie es in der neuen Saison möglich ist. Aber ein bisschen möglich. Also ich vermute, es war eine vierte Saison spielen und dazu will ich in die Champions League. Und dazu muss auch der Kader nochmal ein bisschen aufgebaut, weiter aufgebaut werden. Aber das ist dann Thema für die Zukunft. Jetzt gehen wir es mal rein ins Spiel. Ja, Sané kann die... Sané, Bella Kotscha, aber ciao, passt da in der Innenverteidigung auf. Ecke in die Mitte. Paulinho. Ah, du. Nächste Chance, noch eine Ecke. Ja, Paulinho war es, der es versucht, der das mit der Ecke geklärt hat. Der 22-Jährige, der auch da eine Trikot, soll halt auf der Ecke Nummer steht. Bella Kotscha. Der Versuch scheitert, Szene geht weiter. Ah, die Bayern schnüren uns jetzt gerade so ein bisschen ein. Bujelab, der den aber aus. Also, gibt die nächste Ecke. Also jetzt gerade sind wir so ein bisschen nach nicht mal 19 Minuten. Die Ecke kommt rein. Jetzt haben wir. Glück gehabt, aber das war nicht schlecht so. Serge Gnabry. Jetzt ist er durch. Das ist doch gefährlich. Gut gemacht da jetzt nochmal. Oh, schönes Ding hier von Alario. Insbesondere Leroy Sané im Fokus. Denn ursprünglich war der heutige Gegner ja mal sein Verein. In der Jugend, in der Zeit, als er zu. Chance zur Führung. Und Tor! Da dominierst du das Spiel und dann fängst du dir De Rossum. Der Rückstand jetzt. Ja, umso größer auf der anderen Seite natürlich der Jubel. Ein Tor wie aus heiterem Himmel. In den letzten Minuten eigentlich unterlegen. Und auf einmal sind sie da. Ja, es hat einmal geklappt. Mit dem langen Ball hinten raus. Es hat mal auf der Außenbahn funktioniert. Und dann stehst du auf einmal frei vor der Bude. Also, Chavairo de Rossum, 25. 0:1. Chavairo de Rossum. Ja, wie gesagt, mal gucken, was in der neuen Saison passiert. Ob das einen Mega-Umbruch nochmal gibt. Also, vielleicht gibt es auch nochmal einen neuen Umbruch in der neuen Saison. Vielleicht wird der eine oder andere gehen und. Gerade was die Champions League betrifft. Ich will sie ja auch mal nochmal gewinnen mit meinem Verein. Ne? Das ist halt. Chavairo de Rossum. Jawohl, Kolasinac. Erster Ball. Geh weg. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ach, schön. Gut geklärt, der Bayern. Becker. Dreht Sané ein. Becker, der ist weg, der Ball. Neuer hat ihn. Auf eine erstklassige Ballbesitzquote. Ja, man muss es halt so sehen, aber. Was macht er dort? Paulinho! Da blocken sie den. Das war die erste Chance für den 90ern. 39. Ja, so ein Tor kann auf einmal die ganze Partie im Kopf stellen, das funktioniert. Brozovic. Ja. Schön gelöst. Du gerade noch dazwischen, aber das reicht ja meistens. Oder reicht Marco meistens. Richter, Paulinho. Paulinho. Paulinho, aber der ist zu sehr auf dem ersten Pfosten gesetzt. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Ja, Nachspielzeit eine Minute übrigens. Ah, schöner Ball von Langer über die Außenbahn. Becker kommt nicht gegen Sané hinterher und Sané kommt noch nicht mal an den Ball und damit ist Pause. Steht 1:0, das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er kann noch. So. Ja, weiter geht's. Halbzeit 2 ist angepfiffen. Jetzt geht's mit der zweiten Hälfte weiter. Richter. Erstmal gegen Sané, gegen Luke Shaw. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut. Ja, der war zu nahe. Ja, Tor! Tor! Tor. Nein, aber war faul. Alles gut. Hat sich einen neuen Spieler geholt. Ah, deswegen. Da sind wirklich alle begeistert, dass das jetzt 106,3 Millionen haben die Bayern gekriegt für. Ein einfach. Okay, es erklärt, warum sie Shaw geholt haben. Alle beteiligt.
sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Naja. Sané. 160 Millionen für einen Spieler, ich kenne auch nochmal. Ich muss tatsächlich mal nicht mehr darüber nachdenken, ob ich irgendwie mal sage, ob ich die immer mal abgebe für ordentlich Geld. Und das ist halt mit Krüger jetzt passiert, ja. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und das verspricht natürlich einiges, das könnte hochklassig werden. Ah. Schöner Einsatz, wichtig, dass Sie da klären. Becker! Neuer! Einfach mal den Torhüter da mal überraschen wollen. Ja, aber gut gelöst, die Situation. Na, guter Versuch. Hat er mal ein bisschen was versucht. So, jetzt bringe ich mal den Krüger rein, damit er mit seinem Marktwert nochmal ein bisschen steige. Ich glaube, und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Ja, ich auch. Ich dachte mir, vielleicht versuchst du es einfach mal auf der Position. So, Marco Richter, wird jetzt ein bisschen raus, wird es rausgenommen. Warum auch immer jetzt schon? Keine schlechte Idee, mit einem frischen Mann vorne drin könnt ihr den Ball weit genug weg vom eigenen. Ah, ich krieg ihn nochmal. Lieber geht's. Gut zum Ball, Forsten weg. Es gibt Einwurf. Gute Balleroberung. Was machen Sie da? Ah! 62. Minute. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt mal Becker wieder, der auch viel macht und der viel tut. Timo Becker! Tor! Einfach es mal zu probieren. Das hat er beim ersten Mal nämlich schon nicht das funktioniert und jetzt macht das zum zweiten Mal. 0-2. Setzt sich hier bei dem Verteidiger vor und dann ist es durch. Ist es durch. Erstes Bundesliga-Tor, Timo Becker. Die Vorlage, glaube ich, hat er auch schon geschafft. Na, den habe ich eigentlich komplett auf dem Abstellplatz genommen. Und da sich da hinten durchgebissen auf der rechten, unserer rechten Seite. Genau wie Chow. Entschuldigung. Der sich da hinten zugemacht hat. Also 0-2 auf jeden Fall, der Halbzeit, der Zwischenstand. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Ja, okay, in Leverkusen. Ich hatte Stuttgart irgendwo gelesen. Beide Teams in etwa gleich stark. Ja, was heißt gleich stark? Wir haben leider verloren. Aber momentan läuft es wieder so ein bisschen mit uns. Super Tackling. Gut gelöst da. Klasse Einsatz, faires Tackling. Abgepfiffen, das war Abseits. Abseits sogar nur, okay. Also kein Foul, sondern Abseits. Und er versucht es mit einem Wechsel. Sané, der sich jetzt mal gegen Becker durchsetzt. Lass laufen, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Nimm die Zeit runter. 15 Minuten haben wir noch. So. Es läuft sehr gut für Sie. Sie stehen oben in der Tabelle und können mit dem Saisonverlauf wirklich zufrieden sein. Ja, als Aufsteiger morgen sind wir jetzt mittlerweile Zweiter, je nachdem wie Dortmund spielt heute. Gabriel Jesus. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Und er gibt Elfmeter sogar noch, oder? Gibt er noch den gibt die Ecke und es wäre nämlich Elfmeter gewesen. Ich hab da Abseits. Also da muss er. Das er gibt Gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Das war keine Notbremse, aber okay. Ja gut, es war aber ein Elfmeter gewesen. Becker. Nochmal Becker, der ja viel macht, tut. Super Aktion, gut geklärt. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Kimmich. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind hier noch. Kolasinac. Latza. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, gar nichts zu sehen momentan. So, Gianni Malario, der hat heute mir noch gar nichts gebracht.
Ah, Lario 3-0. Damit dürfte es eigentlich durch sein. Ich glaube, dass der nämlich noch hinten drin in der Ecke zappelt. Oder im Tor zappelt. Ich glaube, dass der noch hinten drin zappelt. Jawohl. Und wie das Hinspiel endet auch das Rückspiel. 3-0 für Blau. Weiß. Ja, viel waren sie nicht zu sehen heute von ihm. Und aber dann ist er doch nochmal da, macht sein Tor. Er weiß, das Tor Nummer 24. So, jetzt geht Becker raus, Kalle Rabe kommt. Beruhigende Führung und auch Buzilab geht raus. So findet es neue Ludewig in der Mannschaft. Das war sicher keine leichte Aufgabe. Ja, drei Punkte. Mit diesem Erfolg. Ein starker Auswärtsauftritt war das. Und das hier, wo sich schon so viele Zähne ausgerissen haben. Und damit haben wir die Bayern geknackt. Damit haben wir mal 8 Punkte Rückstand auf 1 Punkt Vorsprung gesetzt. Ja, die Bayern müssen nochmal ran. Die müssen nochmal noch einige Leute holen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir haben unsere Aufgabe gelöst. Unsere wichtige Aufgabe gelöst. Wir sollen am Ende des Elfmeters geben müssen. Muss ich sagen, die gelbe Karte von Kolasinac, weil er Glück gehabt, dass er auf Eck entschieden hat. Naja, wie immer sei. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Naja, war heute noch nicht wirklich ein Faktor. Das kann alles nochmal kommen. So, auf jeden Fall ein Riesenkompliment an die Jungs, dass die das echt durchgezogen haben. Weil die Bayern haben sie eingestellt. Wir haben wirklich noch das erste Tor war ja wirklich der Konter. Wir haben 3 Chancen eigentlich so gehabt und haben sie genutzt halt. Also Bayern zweimal geschlagen mit 3-0. Das war's auch schon. Vielen Dank. Also die unsere Hausaufgaben erstmal gelöst. So. Oh, wir sind sogar. Ja gut, Dortmund muss ihr Spiel machen. Die müssen ihre. So. Okay, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel und dann geht's nach Leverkusen.